Hallo ihr Lieben, hier ist nochmal Eva. Ich habe gerade schon einen Film gemacht zu Explosionsprävention in der Familie, jetzt in der Zeit der Quarantäne. Und ein Aspekt davon ist, wenn du jetzt deinen Arbeitsplatz verlagern musstest nach Hause und jetzt da dein Homeoffice hast als Mutter oder als Vater und die Familie ist um dich herum. Und du weißt oft nicht und oft, wie du das unter einen Hut kriegen sollst, beziehungsweise fühlst dich abgehalten davon, die Dinge zu tun, die dir existenziell wichtig sind oder die dir auch einfach Spaß machen. Und ja, als erstes ist es so ganz gut, sich das nochmal bewusst zu machen, weil dieser Gang zum Arbeitsplatz außen ist neben der Möglichkeit des Erwerbs auch eine Spitzenmöglichkeit, mal rauszukommen aus den Rollen, die du zu Hause spielst. Ja, also da sind jetzt nicht so die Frau oder der Mann, mit denen du die Mega-Übertragungen hast, mit denen alles immer hochkommt, weil ihr euch so super nah seid und in dem Team miteinander seid. Und da sind auch nicht die Kinder, die ständig an dir zehren oder die sich irgendwie auch auf eine bestimmte Weise verhalten sollten, damit du dich als guter Vater oder Mutter fühlen kannst, sondern auf dem Arbeitsplatz, wenn da ein einigermaßen gutes Betriebsklima ist, gelingt es uns in der Regel sehr leicht, so freundlich und gelassen zu sein, in uns ruhend und geflissen einfach unserer Arbeit nachzugehen. Und ja, ich denke, das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Menschen sich für das Workaholic-Tum entscheiden, weil du mit einem gewissen Teil, wenn du in diesem Klima bist, in dir dich einfach nicht auseinandersetzen musst. Der hat große Pause. Und diese Pause fällt eben jetzt weg, wenn du 24/7 zu Hause bist. Vielleicht. Momentan ist ja so der Gang an die frische Luft noch erlaubt. Das ist ja in Spanien, wo wir gerade sind, nicht so. Die Spanier sind irgendwie so schon ganz cool, ne? Also ähnlich wie dieses Video von Italien, wo die Menschen irgendwie sich auf ihren Balkonen verabreden, um gemeinsam zu musizieren. Also das findet hier schon auch statt. Aber trotzdem auch dieses Musizieren ist ja irgendwann dann auch mal wieder vorbei und dann kommt der Punkt. Und Thema dieses Films ist ja, wie schaffst du es, deine Angelegenheiten zu regeln? Und meine Erfahrung ist, dass wenn du das Pochen auf deinen eigenen Arbeitsflow loslässt, ja, also wenn du jetzt irgendwie für dich sagst, so hey, also dieses Durchdrücken müssen, ne? So ich muss jetzt irgendwie 2 Stunden da ins Büro und ich will in der Zeit nicht gestört werden und so weiter und so fort. Wenn das dann so auf Kollisionskursus läuft mit den Bedürfnissen deiner Familie, mit deinen Kindern, vielleicht kann deine Frau oder dein Mann gerade auch nicht mehr und braucht mal eine Pause oder deine Kinder sind gerade extrem unruhig und brauchen dich einfach so als Fels in der Brandung oder als jemand, der einfach da ist oder mit jemanden, der mit ihnen coole Sachen macht. Wenn es dir irgendwie möglich ist, das dann beiseite zu stellen, habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, im Gegenzug geben dir deine Kinder, deine Familie dann auch gerne den Raum, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Also es geht darum, so zu erkennen, Kinder wollen kooperieren. Kinder verlieren meistens nur die Lust, und ich spreche aus Erfahrung. Wenn du Glaubenssätze in dir hast, so du kannst dein eigenes Ding nicht machen oder du musst ständig zurückstecken vor den Interessen von anderer und so weiter und so fort und das dann auf deine Kinder projizierst und deinen Kindern das Gefühl gibst, sie stören eigentlich nur. Dann passiert etwas, dass die Kinder dann auch ihre Durchsetzungskraft einfach hochfahren und
nicht mehr so sensibel werden, sondern einfach aus einer Angst heraus, dass sie ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, ja, stärker in die Rebellion gehen oder fordernder werden. Und das ist wirklich wandelbar. So, das geht sehr schnell. In dem Moment, wo du deinen Kindern mehr so das Signal gibst, okay, ich nehme euch wahr, ich nehme ja auch die Zeit, und meist ist es ein leichtes, was sie von dir erbitten, nur um mal wieder kurz eine Verbindung herzustellen. Und klar, wenn es irgendwie geht, richte die Räume ein. Und wenn es die Toilette ist, wo du aus dem Augen, aus dem Sinn bist und deine Kinder auch aus den Augen, aus deinem Sinn sind, dass du diese möglichst viele Momente für dich schaffst, wo du dich nicht mit deiner Aufmerksamkeit spalten musst. Also es gibt eine Ebene, da kannst du dich an den Geist, an die Energie eures Familienfeldes anbinden und das fühlen und aus dem heraus in einem Rhythmus kommen, wann bist du bei dir, wann bist du mit der Familie, wann geht es darum, dass deine Frau, dein Mann gerade mal, ne, in Charge ist, wann braucht derjenige, dein Partner, auch mal eine Pause und du klingst dich wieder ein. Was wird gerade gebraucht? Und wenn du mit diesem Feld verbunden bist, das ist auch eine energetische Sache, dann kommt es weniger so zu diesen Explosionen. Und macht pro Tag eine Sache, wenn es am Morgen ist, so ein Morgenkreis oder sowas oder irgendwie ein Lied singen oder irgendein Ritual, wo ihr als Familie verbunden seid und in den Tag geht. Plant euren Tag, lasst jeden von euch sprechen, so wo ist heute die Freude, was würde gerne gemacht werden, was wäre ein Projekt, was gemeinsam gemacht werden kann. Und aus diesen Räumen kreiert sich dann auch dein Raum, wo du deine Arbeit machen kannst, wo du Homeoffice bist. Okay. Würde mich freuen, wenn ihr mir hier eure Kommentare dazu schreibt. Es würde mich auch hier freuen, wenn ihr diesen Beitrag erweitert um eure Erfahrungen, um eure Strategien, um auch die Themen, wo ihr euch von uns beiden, von André und mir, noch mehr Beiträge wünscht. Ich freue mich, von dir zu hören und zu lesen. Ich gehe darauf auch ein und grüße dich jetzt erstmal herzlich, deine Eva.